Wunderschönen guten Tag, mein Name ist Jonas und ja, herzlich willkommen zum allerneuesten kleinen Projekt auf unserem Kanal Hitman Absolution. Und ich würde sagen, ohne weiter jetzt hier noch irgendeinen Scheiß zu labern, wir fangen einfach direkt an. Ja, und da ich ein Lappen bin, einfach. Hör mir zu. Okay. Du musst jetzt ganz tapfer sein. Krieg ich hin. Ein Mann wird kommen und dich holen. Der Mapstow. Ich kann nicht mitkommen. Es muss so sein. Dieser Mann ist anders. Er wird dich beschützen. Ja, das sieht sehr vertraut aus. Beurteile ihn nicht danach, was er tun wird. Tut mir leid. Vielleicht wirst du es eines Tages verstehen. Da. Ach, Patschchen. 47? Hier ist Benjamin Travis. Wir haben das Geld jetzt überwiesen. Willkommen in Chicago. Es freut mich, dass Sie die Sache übernehmen, 47. So etwas ist nie leicht, aber Diana Burnwoods Verrat muss bestraft werden. Ich würde ja ein Team schicken, aber für diesen Job braucht man ein Skalpell, keinen Hammer. Sie müssen nichts erklären. In Ordnung. Viel Glück, 47. Alles klärchen. Let's go. Im Eiswagen. Goddammit! Sir. Ja, es ist ein Eiswagen. Ja, ich weiß. Ich schicke ihn weg. Hey, verschwinden Sie. Wir brauchen nichts. Sorry, Dicker. Was ist mit Ihrem Partner? Welcher Partner? Bei diesem Auftrag werden wichtige Spielelemente markiert. Tutorial. Regel Nummer 1. Töten Sie diskret und lassen Sie sich nicht erwischen. Sehen wir uns jetzt die Oberfläche an. Der blaue Balken links unten zeigt Ihre Gesundheit an. Daneben sehen Sie Ihr Radar. Benutzen Sie es, um Gegner, Ziele und Ausgänge im Auge zu behalten. In der unteren rechten Ecke sehen Sie, welche Waffe Sie ausgewählt haben und ob sie zu sehen ist. Ja. Der gelbe Balken neben der Waffe zeigt den verfügbaren Instinkt an. Ist der Balken leer, können Sie keine Instinktfähigkeiten einsetzen. Guess what? Ja, wie gesagt, herzlich willkommen zum neuesten Projekt Hitman Absolution. Wir spielen Agent 47 auf, was momentan nach einer Racheaktion aussieht. Leider, was heißt leider, das ist noch... Okay. Wie gesagt, ist noch Tutorial, wir spielen es trotzdem durch, weil sehr wichtige Elemente auch in diesem Tutorial, storytechnische Elemente, gezeigt werden. Das zum Beispiel jetzt. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin Travis ist mein früherer Handler Diana Burnwood desertiert und hat wichtige Aktivposten der Agency mitgenommen. Ein Mädchen namens Victoria. Nach Monaten im Untergrund wurde nun Dianas Versteck gefunden. Ein schwer bewachtes Anwesen am Lake Michigan. Mein Auftrag? Diana eliminieren und das Mädchen zurückbringen.
Persönliche Anmerkung. Diana hat mir das Leben gerettet. Ihr Tod ist zwar gerechtfertigt, aber ich bin nicht stolz auf diesen Auftrag. Von jetzt an werde ich sie nur noch als Zielperson bezeichnen. Das ist nichts Persönliches. Nothing personal, dude. Das ist ja dieser Standardspruch, würde ich sagen. Nothing personal. So. Sie betreten einen abgesperrten Bereich. Wenn der Wachmann sie sieht, verhaftet er sie. Versuchen Sie also unbemerkt an ihm vorbeizuschlüpfen. Ich bin leider nicht so der unbemerkte Typ. Um diese Einführung optimal zu nutzen, bleiben Sie unerkannt und töten Sie möglichst diskret. Ja, ja, ja. Allerdings schmeißen wir den mal rein. Gustavus Queen Dams. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Uah. So. Gleich bemerkt sie jemand. Die Aufmerksamkeitsanzeige zeigt an, aus welcher Richtung Gefahr droht. Versuchen Sie, unerkannt zu entkommen. Alles cool. Oh. Schalten Sie den Wachmann vor Ihnen mit der Klavierseite aus. Personal von örtlichen Einrichtungen? Wir haben kaum Zeit für vernünftige Hintergrundchecks. Irgendwas muss Sie erschreckt haben. Okay. Sauberer Kill. Mit der Klavierseite können Sie Ihr Opfer sofort wegschleifen. Wo haben wir denn hier so einen... Okay. Rein mit dir! Dank seiner Ausbildung entgeht Agent 47 in seiner Umgebung so gut wie nichts. Alles klar. Ablenkung, ein präziser Schuss oder die Klavierseite. Sie haben die Wahl. Nothing to see here. Kill. Vergessen Sie nicht, die Leiche zu verstecken. Herumliegende Leichen alarmieren ihre Feinde. Ach was. Da denkst du bist immun und bam! Da erwischt es dich. Aus heiterem Himmel. Bist du überhaupt fit für den Einsatz? Hey, denk mal. Ernsthaft. Der Job ist vermutlich das Einzige, was ihn am Leben hält. Sternwood hat mir gefallen. Schon gut. Von mir erfährt. Mal sehen, was die leiden Leute da sagen. Ich drehe jetzt mal meine Runde. Mal, ob sie weggehen. Ah, er dreht nämlich seine Runde. Das wird er leider in seiner Runde gewinnen. Just keep on walking, buddy. Keep on walking. Nee, muss ja nicht sein, ne? Muss ja nicht sein. Hey, seid vorsichtig. Hier wurde jemand umgebracht. What the fuck? Ach, scheiße, die Leiche da oben. Eine Leiche wurde gefunden. Jetzt sind die Wachen aufmerksamer. Gehen Sie, wenn Sie laufen, können Sie rasch die Position wechseln. Blöd. Ja. Für diese Mission braucht man einen Scrap-Held und keinen Hammer, ne? Ja. So viel dazu. Wrecked. Misstrauisch. Ja, mit drei Leichen, du, wäre ich auch misstrauisch, zumindest mal ein bisschen. Kommt ihr nicht näher ran? Alles klar. So viel dazu. Alles klar. Weiter im Text. Die Situation ist bereinigt. Sie sollten aufräumen, bevor Sie weitermachen. Lüge. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um die Bewegungen des Feindes vorherzusehen. Der Job ist ungefähr so spannend, wie Farbe beim Trocknen zuzusehen. Aber wenigstens ist das Essen gut.
Waffen mit Klingen und Spitzen können mit tödlicher Wirkung geworfen oder zur Ablenkung benutzt werden. Konzentrieren Sie sich auf ein Ziel. Werfen Sie. Sauberer Kill. Sie können die Leiche über die Brüstung werfen. Ah, das Aiming ist einfach so überhaupt nicht da. So, wir verkleiden uns jetzt erstmal als die. Sie sind jetzt als Wachmann verkleidet und dürfen sich in den Außenbereichen frei bewegen. Denken Sie daran, dass andere Wachen Sie durchschauen, wenn Sie ihnen zu nahe kommen. Also wahren Sie besser Distanz. So. Um unbemerkt in das Gewächshaus zu kommen, brauchen Sie eine Verkleidung. Ja, ich weiß, wenn Sie das Gewächshaus betreten, kommen Sie dem Wachmann sehr nahe. Falls er misstrauisch wird, können Sie ihn mit Ihrem Instinkt austricksen. Nicht mal der Secret Service war so pingelig. Wovor hat die Frau Angst? Tricksen Sie den setzen Sie Instinkt ein, bis Sie im Haus sind. Stop, buddy. Sie ist der Typ. Was? Mal was von persönlichem Freiraum gehört? Halt die Fresse jetzt. Die Gärtner dort vorne werden keinen Verdacht schöpfen, aber sie sollten die Augen nach anderen Wachen offen halten. Keine Ahnung. Sorry, Mann. Ich hab sie noch neue Regeln. Hier ist kein Zutritt. Außer für den Sicherheitsdienst. Ja, das bin ich. Guten Tag. Wo habe ich den Typen nur schon mal gesehen? Sehe ich aus wie eine Infotafel? Ich befolge nur meine Befehle. Und das solltet ihr auch tun. Hallo, guten Tag. Wiedersehen. Ah, ich habe es in der. Ah, ich habe es im Auge. Scheiße. Oh, weiter Text. Liegt hinter mir. Betrete jetzt das Anwesen. Nähere mich dem Ziel. Gut. Dringen Sie in das Anwesen ein und töten Sie Diana Birdwood und Victoria. Bringen Sie zu mir. Sie liegt uns sehr am Herzen. Der Agency und mir. Ach, den kann ich jetzt schon nicht leiden, den Typen. Was? Bitte. Sind Sie sicher? Es ist kein Prostatakrebs? Oh, oh. Oh nein. Ich könnte sie küssen. Ich meine, das sind tolle Neuigkeiten. Ja, toll. Oh Mann, wunderbar. Super. Ja, danke doch. Ja. Ich dachte, ich wäre so gut wie tot. Ja. Doc, ich muss los. Die Pflicht ruft. Danke. Ihnen auch einen schönen Tag. Ja, wieder. Mann. Den Tag kann mir keiner mehr verderben. Well. Sie sind jetzt im Haus. Ihre Verkleidung dürfte bei den Anwesenwachen allerdings Verdacht erregen. Besorgen Sie sich eine neue Verkleidung oder bleiben Sie unentdeckt. Du bist ein Soldat, verdammt nochmal. Dein Körper ist ein Tempel. Shit. Boys. Just don't see me. Just don't see me. Just don't see me. Fuck. Tür zu? Geht das? Nein? Okay. Ah, okay. 1A. Nee, den jetzt zu töten, das wäre sehr fies. Derp, 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 derp. So, das war's, was er tut. Besorgen Sie sich eine Verkleidung.
In der Verkleidung als Anwesenwache können Sie sich im Inneren des Anwesens frei bewegen. Denken Sie, wenn Sie durch diese Tür gehen, wird das Wertungssystem gestartet, das Ihre Spielweise überwacht und Ihre Fortschritte belohnt. Sie sehen es links oben. Natürlich bleibt es wie immer Ihnen überlassen, wie Sie Ihren Auftrag erledigen. Viel Glück. Danke, Mann. Gib von dir. So. Ich kenne die. Teambesprechung im Wohnzimmer. Beeilen wir uns lieber. Der Boss wieder. Benutzen Sie Ihren Instinkt, um interessante Objekte zu finden. Alle mal herhören. Miss Turnbull. Das Mädchen ist bitte auf Weise, dass wir den Ablauf noch nicht kennen. Ich werde alle 6 Stunden für beide Zielpersonen einen persönlichen Bewacher bestimmen. Niemand. Niemand wird seine Zielperson während seiner Schicht verlassen. Egal warum. Jeder Verstoß zieht die sofortige Suspendierung nach sich. Eines Verstoßes. Okay. Dann begeben wir uns mal auf die Suche. Die Leiche ist jetzt versteckt. Im Container ist noch Platz für eine weitere Leiche oder sie selbst. Alles klar, Dicker. So, den Herrn. Du warst doch gestern zum Personenschutz eingeteilt, oder? Hast du mit dem Mädchen geredet? Kaum. Sie ist höflich, aber total in sich gekehrt. Sitzt nur da und starrt Löcher in die Luft. Scheint einiges mitgemacht zu haben. Natürlich, ihr Faggots. Mann. Jetzt ein Massaker anzurichten wäre mehr als unnötig. Alpha. Da das müssen ist wir mir egal. Lassen Sie eine dieser mobilen Toiletten im Gang loslegen. Ach, ich muss ganz kurz mal hier, ey. Die Musik ein bisschen runterstellen, das ist ja echt mal nervig. Zwischenfall, indem ich jemanden in das Haus lasse, der nicht von mir persönlich autorisiert wurde. Alles Regeln klar. Regeln Sie das. Over. Bin gar nicht hier. Alles klar. Ach ja, wie machen wir es denn jetzt? Wo geht der hin? Mann, von allen Kunden, für die ich gearbeitet habe, ist die hier die seltsamste. Jedenfalls ist sie ziemlich mysteriös. So viel steht fest. Der Chef weiß, was gut ist. Nicht mal der Boss, glaube ich. Köchchen. The fuck? Mir kannst du es doch sagen. Meine Lippen sind versiegelt. Dieses Rezept wird seit Jahrhunderten vom Meister an seinen Schüler weitergegeben. Ich werde die geheime Zutat mit ins Grab nehmen, Mister. Aha. Ist es Salz? Nein. Nein. Wofür halten Sie mich? Salz? Bitte. Ich, das können Sie mir glauben. Ich bin einer der besten Köche in dieser kulinarischen Einöde, die Sie Nation nennen. Sie kippen flüssige Butter über Popcorn. Perfekt. Sie würden Zucker sogar in die Luft blasen, damit jeder Atemzug schmeckt wie ein Lolli. Und Sie maßen sich an, Mutmaßungen über meine preisgekrönten Rezepte anzustellen? Salz. Schämen Sie gut, sich, beruhigen Sie Schämen sich. Schämen Sie sich. Ich hab doch nur gefragt. Mann, kriegen Sie sich mal wieder husch, ein. Husch! Raus, habe ich gesagt. Schon mal weggehuscht worden. Machen Sie ein Tor oder schießen Sie auf die... Ach ja. Es gibt bestimmt eine Möglichkeit, das anders zu regeln. Selbige sehe ich momentan leider nicht. Deswegen, Hier wurde gerade jemand getötet. Ach was? Alle Zeugen wurden beseitigt. Die restlichen Gegner wissen nichts von ihren Aktivitäten. Denken Sie daran, Ihre Opfer zu verstecken, um nicht entdeckt zu werden. Oh, nee. Oh, ein Schürhaken. Oh, schade. Was muss man denn machen, dass einen der Schürhaken... Ja, mach was du willst. Guck von mir auf den Schränken. Ich ist der! Lass euch nicht wagen! Das ist der! Ah, du bist guter, ne? Ihre Tarnung ist aufgeflogen. Gegner suchen nach einer Anwesenwache, um ihre Identität... Sorry, Dicker. So. Schlüsselkarte. Und dann mal...
Oh, intense music. Haben Sie genügend Punkte? Schalten Sie eine Killertechnik frei. Was? Ein Blick in Ihr Notebook. Laut ICA-Abteilung. Shut the fuck up. Interessant, interessant, interessant. Sehr interessant. Laut ICA-Abteilungsleiter Benjamin. Ja, ich weiß, was du meinst. Verrät Ihnen Ihre Punkte. Und die nächste Freischaltung. Alles klar. Bereit oder nicht, ich komme. Nähere mich der Zielperson. Na, shit, Sherlock. Sehr gut, 47. Vergessen Sie nicht, Diana hat sich das selbst zuzuschreiben. Sie hat uns verraten. Die Agency, den Codex, alles, wofür wir stehen. Sie ist zu gefährlich, um sie am Leben zu lassen. Denken Sie daran, wenn Sie abdrücken. Oh, wow. Alter Masochist. Alter Masochist. Oh. Hello, darling. Oh ja, jetzt. Oh, wow. Tut er es wirklich? Bin nicht gewillt, wir zu sagen. Tut er es wirklich? Oh, goddammit. Ah, she knows. Sehr fragiles Glas. Fragiles, sorry. Hm, hm. 47? Gott, ich hasse dich. Bitte kommen. Ich soll sie töten. Warum haben Sie das getan? 47? Schlechtester Schnurrbart ever. Wir alle haben unsere Grenzen. Selbst Sie, 47. Wir hatten einmal die Ehre. Diana, nein. Ich hätte Sie von den Ärzten wegholen sollen. Ich wusste, oh ja. Sie würden es verstehen. Mist. Da stimmt was nicht, Alter. Es geht nicht lange gut. Die Zeit drängt. Noch haben Sie eine Chance. Im Bademantel. Da ist ein Brief. Fliehen Sie mit dem Mädchen. Verschwinden Sie, bevor Travis etwas merkt. Bitte. Sie darf nicht werden wie sie. Versprechen Sie es. Ich verspreche es. Alles klar. Das sei es jetzt mal an dieser Stelle für die erste Folge gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst mich das in den Kommentaren wissen. Und ich würde dann soweit sagen, bis zum nächsten Mal. Peace.